Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python. Heute geht es mal wieder um JSON. Und ja, es geht auch ein bisschen um Online und nicht nur ein bisschen sogar. Wir haben hier eine wunderbare API, nämlich von CoinDesk, die uns immer den aktuellen Bitcoin-Preis liefert, wenn wir darauf zugreifen. Und wir wollen natürlich die Möglichkeit haben, dass wir nicht jedes Mal copy-pasten müssen. Das heißt, wir mussten bislang, wenn wir das Ganze offline machen, immer copy in unsere JSON-Datei, copy in unsere JSON-Datei. Das ist ziemlich umständlich, deswegen wollen wir das natürlich online abfragen. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man jetzt denken würde. Man braucht dazu allerdings ein Modul. Und dieses Modul, das könnt ihr über pip installieren. Pip install requests. Ja, bei mir logischerweise schon installiert. Achtet darauf, dass ihr die richtige Python-Version hier habt, also bei mir 3.6. Je nachdem, mit welcher ihr auch arbeitet, sollte pip natürlich auch für diese Version sein. Also im Notfall gebt ihr ein pip 3 oder pip 2, wenn ihr es mit einer speziellen Python-Version haben wollt. So, und damit können wir jetzt hier drauf zugreifen. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal copy-pasten und das ist ziemlich viel wert, würde ich mal so behaupten. So, das ist noch von letztem Mal. Ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen als erstes mal natürlich das Modul Requests. Das heißt, Requests muss importiert werden, wer hätte es gedacht. So, und was wir jetzt haben wollen, ist, wir wollen eine Anfrage an die URL schicken. Das heißt, wir können hier erstmal sagen, wir wollen URL ist gleich hieran irgendwas schicken. Das wäre dann das hier. So, und jetzt, wo haben wir es? Hier. Schicken wir einfach mal eine Anfrage an diese URL. Klar, wir müssen wissen, wo wir es hinschicken wollen. Und dann können wir vielleicht auch noch Parameter eingeben. Also param ist gleich, ups, ja, das ist normalerweise als Dictionary. Und Achtung, hier sind jetzt keine Parameter vonnöten. Aber zum Beispiel, wenn ihr irgendwie die Google API oder sowas, also zum Beispiel Google Maps oder sowas braucht, dann müsst ihr dann natürlich sagen, hey, ich möchte zum Beispiel von Origin ist gleich Berlin, Destination, also das ist jeweils dann spezifisch, was die von euch erwarten. Das heißt, es ist nicht fest, was jetzt hier als Name drinstehen muss. Das ist dann im Endeffekt wirklich von der API abhängig. Destination ist gleich zum Beispiel Menorca, weil ich da jetzt gerade sehr gerne wäre. Okay, und ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was man hier jetzt machen könnte. Das wären jetzt die Parameter und jetzt sagen wir einfach, hey, wir wollen jetzt eine Anfrage stellen an die Webseite und wir sagen, wir wollen das, was zurückkommt, wollen wir speichern. Das heißt, wir sagen hier requests.get und jetzt schicken wir die Anfrage. Das bedeutet, wir schicken URL gleich URL, ups, URL. Und die Parameter, params ist gleich param. So, in unserem Fall sind die Parameter aber leer, weil wir müssen das logischerweise nicht angeben. Für einfach nur den Preis, den aktuellen Preis von Bitcoin, braucht man das jetzt nicht unbedingt. Und dann sagen wir ganz einfach, okay, wir sind durch. Das heißt, wir haben es hier schon sozusagen drinstehen. Jetzt müssen wir das JSON nur noch in Anführungsstrichen laden. Aber Achtung, das, was wir hier gerade geladen haben, ist tatsächlich schon eigentlich JSON. Das heißt, wir können das auch wirklich als JSON hier benutzen. Und da liefert euch dann euer Requests-Modul alles mit, was ihr braucht. Resp.json, Klammer, Klammer, fertig. So, und jetzt habt ihr diese Daten hier perfekt als JSON-Daten geladen. Und jetzt könnt ihr hier ganz einfach hergehen und sagen, Mensch, ich gebe das einfach aus. Zum Beispiel mit JSON-Dumps haben wir letztes Video behandelt. Und dann habt ihr hier alles, was ihr braucht. Das heißt, ihr könnt jetzt auch wirklich zugreifen auf Data von was auch immer. Und die dann verändern oder verrechnen oder sonst irgendwas damit machen. Ganz normal damit arbeiten. Und ja, jedes Mal, wenn ihr dieses Skript neu ausführt, wird eben diese Anfrage tatsächlich neu geladen. Das heißt, ihr habt immer die aktuellen Werte, die auch wirklich auf dieser Webseite von coindesk.com liegen. Wunderbar. Ja, das ist im Endeffekt der Weg, wie ihr mit Online-APIs heutzutage kommuniziert. Und ihr könnt natürlich auch Sachen posten mit Requests. Da könnt ihr dann einfach sagen, ich möchte nicht get benutzen, sondern ich möchte hier eben post benutzen. Und dann könnt ihr hier die URL angeben und könnt die Parameter angeben. Das heißt, ihr ladet sozusagen was auf die Webseite hoch. Und das kann dann dort verarbeitet werden. So kann man auch super RESTful APIs bauen. Und ja, das ist im Endeffekt genau das, was wir brauchen oder was ihr wahrscheinlich oftmals brauchen werdet. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.